Liebe Zuschauer, die Zinswende beschäftigt natürlich die Märkte, auch die Bank- und Finanztitel. Grund genug, sich die mal wieder genauer anzuschauen. Und das tun wir in dieser Sendung. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich den Experten vom Aktionär zu dem Thema, Fabian Strebin. Hi Viola. Fabian, lass uns mal gleich über die entsprechenden Aktien sprechen. Es sind aber diesmal nicht nur Banken, die wir dabei haben. Die CME Group, die hattest du im letzten Aktionär auch als Top-Tipp. Kannst du ein bisschen was zum Geschäftsmodell erzählen, wieso die auch von der Volatilität, die wir gerade sehen, eher profitieren? Vom Grundkonzept her ist CME Group eine Börse, also ein Marktbetreiber aus den USA. Und die profitieren ja generell in Zeiten wie jetzt, in denen die Volatilität hochschießt, die Risiken, die Unsicherheit zunehmen. Wir haben ja diese geopolitischen Unsicherheiten jetzt, die Energiepreise steigen stark, viele Anleger sind in Panik, verkaufen nicht nur, sondern vor allem auch Institutionelle wollen sich absichern. Und CME Group ist jetzt keine normale Börse, sondern die größte Terminbörse der Welt. Also es werden fast nur Derivate gehandelt. Und man hat eben hier in den USA in vielen Bereichen eine führende Stellung. Beispielsweise werden 95% der Zinsfutures über Systeme von CME gehandelt. Und dort gibt es jetzt natürlich aufgrund der Zinswende in den USA einen steigenden Absicherungsbedarf. In den vergangenen Jahren war es ja jetzt nicht notwendig für viele Marktteilnehmer, auch Unternehmen, sich gegen steigende Zinsen abzusichern, weil das nicht absehbar war, hatten viele nicht einkalkuliert. Jetzt wissen wir, dass die Zinswende in den USA bereits läuft und jetzt besteht natürlich ein erhöhter Absicherungsbedarf. Und CME Group profitiert jetzt hier. Wir haben gesehen, man kann sich auch nicht komplett vom Markt abkoppeln. Die Aktie ist jetzt hier auch deutlich zurückgekommen, aber die Perspektiven sind nach dem Rücksetzer jetzt eben weiterhin sehr gut für das bestehende Jahr und man kann hier noch zugreifen, wenn man jetzt im Finanzsektor investieren möchte, aber eher Banken für zu volatil oder unsicher aktuell hält. Aber auf ein paar Banken schauen wir natürlich auch noch und da haben wir jetzt mal eine spanische Bank dabei. Ich habe vorher extra mal die Aussprache gegoogelt, Caixa Bank. Kam so in etwa dabei raus. Jetzt haben wir gerade einen Börsenbetreiber uns angeschaut, der von der Volatilität ja eher profitieren könnte. Wie sieht es jetzt hier aus? Stichwort Zinswende. Ja, die Caixa Bank ist eine spanische Bank, mittlerweile die größte spanische Bank, die eben im Regionalmarkt ausschließlich in Spanien, auch eher Portugal, tätig ist. Man hat Bankia übernommen vor ein, zwei Jahren und ist damit eben zur größten Bank in Spanien aufgestiegen. Anders als jetzt bei uns in Kontinentaleuropa oder auch Deutschland sind die Zinsen, gerade auch was Hypothekenzinsen angeht, länger laufende Zinsen in Spanien oft variabel vergeben. Das heißt, dass die Banken dann, wenn sich die Leitzinsen, der allgemeine Zinstrend ändert, das sofort an die Kunden weitergeben. Und deswegen ist hier eben zu erwarten, dass man jetzt die Zinswende, die die EZB ja jetzt im Juli anstoßen wird, nach eigenen Aussagen deutlich merkt in den Erträgen. Und das ist auch der Grund, warum diese Aktie jetzt im Eurostoxx Banks im laufenden Jahr mit über 35% mit Abstand der beste Wert ist, weil der Markt das natürlich auch frühzeitig erkannt hat, dass diese Aktie sehr zinssensitiv ist, die Bank sehr zinssensitiv ist. Und anders als beispielsweise in Deutschland ist die Abhängigkeit jetzt von russischen Energielieferungen in Spanien eher gering. Der Tourismus nimmt jetzt wieder Fahrt auf im Sommer und deswegen sind hier die Aussichten nach wie vor auch sehr gut. Wir sehen auch, dass der Trend im laufenden Jahr nach oben zeigt, wie gesagt 35% plus und der Eurostoxx Banks hat im gleichen Zeitraum eben 20% verloren. Hier kann man immer noch zugreifen und jetzt Rücksetzer wie den der letzten Tage und Wochen eben zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. Also das klingt dann nach einem Profiteur der Zinswende. Wenn wir jetzt mal auf den Chart von Wells Fargo blicken und uns da so die letzte Entwicklung anschauen, da sieht es eher nicht danach aus. Warum? Ja, wir hatten die Aktie bzw. auch ich hier vielfach empfohlen. Wir sehen es auch letztes Jahr. Da hat der Kurs stark angezogen. Im vergangenen Jahr war Wells Fargo unter den US-Großbanken der größte Profiteur. Der Konzern befindet sich ja in der Sanierung seit 2016, dieser Fake-Konten-Skandal aufgeflogen ist. Es gibt noch viel zu tun. Und jetzt ist es aber in den USA ja so, dass die Zinsen schon steigen seit März und aggressiver wahrscheinlich angehoben werden als in der Eurozone, weil auch einfach die Inflation höher ist und die Notenbank dem mehr
Bedeutung beimisst. Und Wells Fargo leidet jetzt eben wie viele US-Banken darunter, dass der Markt jetzt dann doch eher eine Rezession fürchtet, also eine harte Landung durch die Leitzinserhöhung und keine weiche Landung, wo man sagt, dass es eben wirtschaftlich doch irgendwo weiterläuft. Und das überwiegt jetzt hier eben. Und die Aktie ist mittlerweile auch keine laufende Empfehlung mehr. Das Aktionären wurde eben ausgestoppt. Also wir sehen auch hier, vielleicht könnte das der Beginn einer Bodenbildung sein, aber man sollte hier an der Seitenlinie bleiben. Und wie gesagt, wir empfehlen die Aktie jetzt aktuell auch nicht. Also hier vielleicht mal die Seitenlinie. Jetzt schauen wir doch auch mal wieder auf ein paar Banken bei uns. Die Deutsche Bank beispielsweise, du hast ja schon angesprochen, Rezessionsgefahren. Wie würdest du das jetzt hier beurteilen? Also die Fed war ja dann doch schon sehr viel früher dran mit der Zinswende als die EZB. Was heißt das jetzt für die Banken eben auch bei uns, zum Beispiel die Deutsche Bank? Da sind die Risiken, denke ich, größer bei europäischen, insbesondere deutschen Banken als jetzt bei amerikanischen, weil wir ja diese Sondersituation haben, vor allem in Deutschland mit der Abhängigkeit von russischem Gas. Die deutsche Industrie hat ja sehr stark darauf gesetzt in den letzten Jahren. Deutschland hat eine starke industrielle Basis und die Deutsche Bank hat natürlich auch viele Firmenkunden und Privatkunden. Man hätte in diesem Bereich jetzt oder wird wahrscheinlich eben von steigenden Zinsen profitieren. Die Bank selber hat Projektionen, wo man sagt, wenn sich die Zinskurve parallel um 1% verschiebt, dann könnte man 400 Millionen Euro mehr Ertrag in einem Jahr einfahren. Aber die Frage ist jetzt eben, ob das überhaupt noch relevant wäre, wenn es jetzt im Herbst, Winter zu einer Rezession kommt und dann wieder Kreditausfälle drohen. Es gibt jetzt die Situation, dass diese Nord Stream 1 Pipeline weniger Gas liefert und es wird jetzt befürchtet, dass Russland weiter am Gashahn dreht und dann könnten Bankaktien eben noch weiter unter Druck geraten. Wir haben den Stopp bei 8,10 Euro bei der Deutschen Bank. Es ist noch eine laufende Empfehlung, aber wir sehen hier schon, der Stopp kann jetzt auch im Tagesverlauf schon gerissen werden und dann ist eben zu empfehlen, sich von der Aktie zu trennen und es sieht jetzt hier ja auch nicht nach einer Bodenbildung aus. Die Perspektiven sind schwierig. Auf der anderen Seite haben wir auch noch diese DWS-Geschichte, die 80-prozentige Tochter der Deutschen Bank, der Vermögensverwalter, wo es ja jetzt eine Razzia auch in Deutschland gab vor wenigen Wochen und das könnte die Aktie mittelfristig auch eben noch unter Druck setzen. Also da haben wir quasi die Probleme der deutschen Bankenlandschaft plus eben noch hausgemacht, was man da berücksichtigen muss. Das heißt, was bedeutet das jetzt, wenn wir uns zum Beispiel die Commerzbank anschauen? Wie ist da jetzt quasi die Herausforderungslage, um es mal freundlich zu formulieren? Ähnlich wie bei der Deutschen Bank. Man ist noch stärker natürlich abhängig von der Wirtschaftslage, weil man ja im Investmentbanking, im Handel oder auch in der Vermögensverwaltung so gut wie gar nicht tätig ist. Und da wird es jetzt eben noch mehr darauf ankommen, was in den nächsten Monaten wirtschaftlich passiert, was mit der Inflation passiert. Man würde von einer Zinswende stärker profitieren als die Deutsche Bank, vielleicht nicht so stark wie spanische Banken. Aber auch hier ist es so, dass man jetzt eben genau als Anleger hinschauen sollte. Hier beträgt der Stopp 6 Euro. Wir sind da jetzt noch etwas davon entfernt, auch hier im Bereich von 6,55 Euro liegt eine Unterstützung, die auch jetzt gerade getestet wird, beziehungsweise vielleicht Anfang nächster Woche. Und da sollte man eben auf den Stopp von 6 Euro eben genau achten. Auch hier ist es so, dass man aufgrund des Chartbildes und der aktuellen Lage jetzt nicht einsteigen sollte. Man kann dabei bleiben, wie gesagt, Stopp beachten. Man muss jetzt eben hier abwarten, was die EZB macht und wie sich das wirtschaftlich entwickelt. Das ist so ein Trade-off letztlich. Welcher dieser zwei Faktoren jetzt überwiegt, wird sich dann eben erst noch zeigen müssen. Also da bleibt auf jeden Fall noch einiges an Spannungspotenzial, wie es hier weitergeht für den Moment. Vielen lieben Dank für die Analyse. Gerne. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick eben auf die Banken und auch einen Börsenbetreiber. Also was ist in dem Bereich los? Was könnte sich da eben noch ändern? Dadurch, dass die Notenbanken die Zinswende jetzt zumindest mal eingeläutet haben. Aber wir haben es gehört, die Rezessionsgefahren, die sind eben zuletzt auch wieder gestiegen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.